Seit einigen Jahren war ich ein Wachmann in einem Windpark und ich habe meinen Job geliebt. Alles, was ich zu tun hatte, war ein paar Mal in der Nacht Kontrollgänge zu machen, um sicherzustellen, dass sich niemand an den Windrädern zu schaffen macht. Ich habe eine Menge Bücher gelesen und wenn mir langweilig wurde, nahm ich meinen tragbaren DVD-Player mit und sah mir die ganze Nacht Filme an. Das Einzige, was die Zeit unterbrochen hat, waren die Patrouillen. Ich kam jeden Abend gegen 21 Uhr an und wurde um 9 Uhr morgens von der Tagesschicht abgelöst. Da war nicht viel dabei. Ich fuhr neben dem Wachmann vor, den ich ablöste. Wir tauschten ein paar Höflichkeiten aus. Er erzählte mir, ob tagsüber etwas passiert war und dann machte er sich wieder auf den Weg. Nun, ich kann mich nicht erinnern, dass er mir jemals mehr erzählt hat, als dass er ein paar Rehe oder vielleicht einen Bären gesehen hat. Es gab ein Dutzend Windmühlen, die sich über 8 Kilometer erstreckten und jeweils durch einen Feldweg verbunden waren. Ich weiß noch, als ich anfing für diese Firma zu arbeiten, stieg ich einmal aus und überprüfte die Schlösser an den Zugangstüren zu den einzelnen Windrädern. Nach nun 5 Jahren bin ich einfach vorbeigefahren und habe kaum noch einen Blick auf die Dinger geworfen. Meistens habe ich mir während der Fahrt einen Film oder eine Sendung angesehen. Auf dieser unbefestigten Straße ist nicht viel Verkehr. Ich bin nur einmal in einen Graben gefahren, aber ich habe das Auto mit minimalen Schwierigkeiten herausbekommen. Das einzige Schlimme daran war, dass es mir peinlich war. Wie dem auch sei, eines Abends war ich in Eile und spät dran, also sprang ich schnell ins Auto und fuhr zu meiner Arbeit, wobei mir etwas im Hinterkopf herumschwirrte. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig, bekam einen Bericht und ging meiner üblichen Routine nach. Meine erste Runde absolvierte ich ohne Probleme. Die Dämmerung war gerade abgeklungen und ließ die Welt in nächtliche Dunkelheit tauchen. Den ganzen Abend über hatten sich Wolken gebildet und in der Nähe eines der Felder sah ich eine Herde Truthähne meinen Weg kreuzen. Das bedeutete, dass es stürmisch werden würde. Meine erste Runde durch den Park war ein Kinderspiel. Es war nichts los. Ich sah nicht einmal Tiere, die ich normalerweise sehen würde, außer den Truthähnen. Vielleicht haben sich die anderen Tiere, da es stürmisch werden sollte, in ihre Verstecke zurückgezogen, wo auch immer sie sich aufhielten. Die Fahrt um den 8 Kilometer langen Feldwegkreis dauerte etwa 30 Minuten. Die Chefetage mag es nicht, wenn wir sehr schnell fahren, und technisch gesehen müssen wir an jedem Windrad die Tür kontrollieren. Ich und die anderen Fahrer haben immer die Zeit gestoppt, damit es so aussieht, als hätten wir sie überprüft. Kurz nach 21.30 Uhr war ich zurück im Hauptgebäude. Ich habe meinen tragbaren DVD-Player rausgeholt und angefangen, Stirb langsam zu schauen. Natürlich schlief ich ein und wachte auf, als der Abspann lief. Fuck, sagte ich und erinnerte mich an meine verpasste Runde. Ich legte den Gang ein und raste in Richtung der Windräder. In diesem Moment fiel mir ein, was ich vergessen hatte. Ein blinkendes Licht von meinem Fahrzeug verkündete den fast leeren Tank und ich verfluchte mich dafür, dass ich gestern auf dem Heimweg vergessen hatte zu tanken. Das ist meine zweite Runde, dachte ich. Ich sollte genug haben, um den Rest der Nacht zu überstehen und eine Tankstelle zu erreichen. An diesen Gedanken klammerte ich mich den Rest der Nacht. Meine zweite Runde verlief ereignislos. Mein Blick wurde ständig von der Tankanzeige angezogen, aber ich konnte nichts dagegen tun. Wenn man einmal für die Nacht da war, musste man bleiben. Wenn sie einen beim Fahren erwischten, wurde man gefeuert. Ich wollte so einen guten Job nicht verlieren, also bin ich geblieben, obwohl ich ein paar Mal in Erwägung zog, die 3 Kilometer zur Tankstelle zu fahren. Das Problem war mein Chef. Er war ein ziemliches Arschloch und führte gerne zu jeder Nachtzeit Überraschungsinspektionen durch. Er tat gerne so, als sei er ein netter Kerl und käme, um zu sehen, ob ich etwas brauchte. Aber ich wusste, warum er wirklich da war. Wenn er heute Abend auftauchte, würde ich ihn um ein paar Liter Benzin bitten. Vielleicht würde das mein Problem lösen und ihn davon abhalten, so oft zu inspizieren. Nach dem zweiten Film, dem zweiten Teil von Stirb langsam natürlich, ging ich zur nächsten Runde. Es hatte gerade zu regnen begonnen, sodass meine Scheiben beschlugen und die Entfrostungsanlage nicht optimal funktionierte. Als ich meine vierte Runde drehte, hatte das Wetter beschlossen, von leicht lästiger Regen auf schnappt euch die Tiere und macht euch auf den Weg zur Arche umzuschwenken. Oh Mann, es regnete so stark, dass ich kaum noch etwas vor mir sehen konnte, also fuhr ich im Schneckentempo. Der Regen hatte Spurrillen in die Straße gegraben. In einigen der Vertiefungen waren Pfützen über die gesamte Straße verteilt. Ich sag's euch, ich war echt froh, dass ich einen Jeep fuhr.
Als ich mitten in einer der riesigen Pfützen stand, gab mein Motor den Geist auf. Ich kurbelte und kurbelte, aber es nützte nichts. Ich hatte kein Benzin mehr. Oh, dieses Ereignis würde mich für immer verfolgen. Ich konnte schon in meinem Kopf hören. In 5 Jahren würde der andere Typ die Geschichte von dem Idioten erzählen, dem mitten im Regen das Benzin ausgegangen war. Na super. Jetzt musste ich also eine Entscheidung treffen. Bleibe ich im Auto und überstehe das Unwetter, oder gehe ich zurück zum Hauptgebäude und warte auf die Tagesschicht? Ich sah auf die Uhr. Es waren noch fast 8 Stunden, bis meine Ablösung eintraf. So wie es regnete, würde ich auf keinen Fall zu Fuß zurückgehen. Wenn es einen Benzinkanister für den Notfall gegeben hätte, hätte ich das vielleicht in Erwägung gezogen. Aber der Kanister lag seit Ewigkeiten unbenutzt in meinem Kofferraum. Ein weiteres wunderbares Geschenk von meinem idiotischen Chef. Denn er war der Meinung, es sei eine Verschwendung von Benzin, wenn es herumsteht und altert. Ich schätze, das Konzept des Notfalls ist ihm nie in den Sinn gekommen. Nun, ich wollte meinen Akku nicht leeren, also sah ich mir keine weiteren Filme an. Ich saß da und hörte zu, wie der Regen auf das Autodach prasselte, als würde jemand Murmeln vom Himmel fallen lassen. Da fing mein Verstand an, mir Streiche zu spielen. Ich schätze, er war genauso gelangweilt wie ich und beschloss, ein wenig Spaß zu haben. In dem Augenblick pfiff ich eine kleine Melodie auf meine eigene schräge Art, bei der normalerweise die Vögel vom Himmel runterfallen würden, als ich zufällig in den Rückspiegel schaute und der Spiegel zurückblickte. Ich schwöre, dass ich ein paar Augen sah, die durch die Heckscheibe schauten. In dem Moment habe ich mich so schnell umgedreht, dass mein Nacken knackte. Aber da war nichts. Ich drückte auf den Knopf für die Türverriegelung, nur um sicher zu gehen. Als ob das mitten im Nirgendwo bei einem Regenschauer helfen würde. Ein Gefühl von Angst machte sich in meinem Körper breit, während ich alles tat, um nicht in den Spiegel zu schauen. Irgendwann war es zu viel. Meine Augen wurden von dem Spiegel angezogen wie von einem Magneten. Ich schaute hin, aber es war nicht zu sehen. Eine Erleichterung überkam mich und ich fing an, über mich selbst zu lachen, weil ich so dumm war, und lehnte meinen Kopf zurück gegen die Kopfstütze. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich eingeschlafen bin, aber ich weiß noch, dass ich aufgewacht bin und nicht zu hören war. Kein Geräusch von prasselndem Regen, kein Geräusch von Tieren, nicht einmal Grillen. Es war beunruhigend. Ich ließ das Fenster ein paar Zentimeter herunter und lauschte. Es war immer noch kein Geräusch zu hören. Nicht einmal das Rauschen der sich drehenden Rotorblätter der Windkraftanlage. Ich schaute auf das nächstgelegene Windrad und die Flügel standen still. Es war ungewöhnlich, dass der Wind so ruhig war, dass er nicht einmal genug Energie aufbringen konnte, um die Flügel zu drehen. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass ich seit 4 Stunden geschlafen hatte. Die Gewitterwolken hatten sich verzogen und der Mond war erschienen. Er war nicht ganz voll, aber hell genug, um den Boden zu beleuchten und hunderte von Schatten auf die Bäume um mich herum zu werfen. Es war eine wunderschöne Nacht. Die Art von Nacht, die mich froh machte, in einer ländlichen Gegend zu leben. Ich überlegte ernsthaft, ob ich bis morgen im Jeep warten sollte. In meinem Kopf tobte ein Tauziehen, während ich summte. Soll ich bleiben oder gehen? Dann schaute ich wieder auf meine Uhr. In knapp 4 Stunden würde meine Ablösung durch das Tor fahren. Was würde er tun, wenn ich nicht da wäre? Es wäre viel einfacher, es ihm zu erklären und ihn zu bitten, mir Benzin zu holen, als darauf zu warten, dass er seine erste Runde dreht und mich mitten auf der Straße sitzen sieht. Mein Entschluss stand fest. Ich holte die Taschenlampe aus dem Handschuhfach und starrte einen langen Moment auf die Pistole, die daneben lag. Ich dachte darüber nach, beschloss aber, sie zurückzulassen. Die meisten Tiere in diesen Wäldern wollen nichts mit Menschen zu tun haben, und die anderen lassen sich mit wenig Geschrei leicht verscheuchen. Ich schloss die Tür ab, als ich hinausging, und mein Fuß landete in einer tiefen Pfütze. Als das Wasser an meinem Knöchel vorbeilief und meinen Schuh füllte, seufzte ich. Die Pfütze umfasste das ganze Auto. Sie war 4 Meter breit. Ich wusste, dass es nichts bringen würde, auf einem Fuß zu hüpfen, außer dass meine Kleidung nass werden würde. Also setzte ich meinen zweiten Fuß ab und schloss die Tür. Dann wartete ich durch die Pfütze auf die andere Seite, bis ich trockenes Land fand. Ich leuchtete mit meinem Licht auf das nächstgelegene Windrad. Es war Nummer 5.
Ich wusste, dass es das am weitesten vom Tor entfernte war. Da ich mich auf halbem Weg befand, war es egal, ob ich vorwärts oder zurück lief. Ich beschloss, vorwärts zu gehen und machte mich auf den Weg. Während des ersten Teils meiner nächtlichen Wanderung hörte ich nur das Quietschen meiner Schuhe. Es war zermürbend, wenn man nur von absoluter Stille und Hunderten von Schatten begleitet wurde, die von den Bäumen geworfen wurden. Ich leuchtete mit der Taschenlampe in den Bäumen herum und sah viele Augen, die mir entgegenleuchteten, aber sie waren still. Die Augen waren unterschiedlich groß, von klein bis ziemlich groß, und doch gab keiner von ihnen einen Laut von sich. Hatten sie wirklich Angst vor mir? Ich hielt inne, um eine Pause zu machen. Und in diesem Moment hörte ich es. Einen Schritt hinter mir. Es war kein dumpfer Aufprall, sondern ein leises Knirschen von Gras unter einem großen Fuß. Ich drehte mich um und leuchtete mit meinem Licht dorthin, wo ich das Geräusch vermutete. Aber da war nichts. Dann schwenkte ich mit dem Licht rundherum. Aber alles, was ich sah, waren eine Schotterstraße und endlose Bäume. Nicht zu sehen war vielleicht schlimmer als etwas zu sehen. Ein Reh, ein Bär, sogar ein Kojote wäre etwas gewesen, mit dem ich hätte fertig werden können, das ich hätte verscheuchen oder abwehren können. Aber nichts erzeugte diese Leere, die mein Geist mit allen möglichen schrecklichen Kreaturen füllte. Die entnervende Stille hielt an, als ich begann, schneller zu gehen, ohne darüber nachzudenken. Sogar das Knirschen meiner Schuhe schien lauter zu sein, da die Geräusche des Waldes fehlten. Ich begann, über mein Ziel nachzudenken. Es war verlockend, den Weg durch den Wald abzukürzen und viel Zeit zu sparen, denn ich befand mich immer noch auf einer langen Schleife der Straße. Wäre es Tag gewesen, hätte ich es vielleicht in Erwägung gezogen. Doch mitten in der Nacht, bei fast vollem Mond über meiner Schulter und Stunden vor der Morgendämmerung, dachte ich nicht weiter darüber nach. Auch dachte ich, dass vielleicht ein Pfeifen meine aufgewühlten Nerven beruhigen würde. Ich versuchte, die fröhlichste Melodie zu pfeifen, die mir einfiel, aber das Echo kam gekrümmt und verdreht zu mir zurück wie das Kinderlied, das in einem Horrorfilm spielt. Zumindest kam es mir so vor, also beendete ich mein Pfeifen kurz nachdem es begonnen hatte. Im nächsten Augenblick drehte ich mich um und leuchtete mit meiner Taschenlampe umher. Diesmal hatte mein Verstand nicht den Luxus, mich mit nichts zu erschrecken, denn ich sah ein paar Augen. Sie waren groß und rot, aber was mich am meisten beunruhigte, war ihr Abstand zum Boden. Was auch immer es war, seine Augen befanden sich gut einen Meter über dem Boden. Es war 40 oder 50 Meter entfernt und versteckte sich hinter einem Baum, aber diese Augen werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Ich würde gerne sagen, dass ich meine Möglichkeiten sorgfältig abgewägt habe und zu einer vernünftigen Lösung gekommen bin, was diese Kreatur war und wie ich mit ihr umgehen sollte. Das tat ich aber nicht. Ich rannte, als wäre der Teufel persönlich hinter mir her. Es überraschte mich, dass ich meine Taschenlampe nicht aus den Augen ließ. Ich hatte so eine Geschwindigkeit, von der ich niemals dachte, dass ich sie haben könnte. Verzweiflung kann so etwas bewirken. Mein Verstand raste schneller als meine Füße, aber es gab keine Lösung, die er finden konnte. Ich konnte die Schritte hinter mir hören, die immer näher kamen. Es würde mich einholen. Es war nur eine Frage der Zeit. Während mein Verstand nach jedem Strohhalm griff, tauchte meine Rettung vor mir auf wie ein Leuchtturm für einen verirrten Fischer. Eine der Windturbinen ragte vor mir auf. Ich kannte den Code, um ins Innere zu gelangen, falls ich jemals einen Notfall hätte und eine abschalten müsste. Eigentlich dachte ich nicht, dass ich noch schneller laufen könnte, aber als ich die Schritte hinter mir hörte und meine Rettung vor mir sah, fühlte ich mich wie ein Sprinter, der einen Geschwindigkeitsschub hinlegte und in einer Rauchwolke verschwand. Natürlich war das alles nur Einbildung. Die Realität zerstörte meine Illusion, als die Geräusche der massiven Füße noch näher kamen. Es kümmerte sich nicht mehr um die Tarnung. Ich konnte es jetzt auf dem Schotterweg hören. Meine Neugierde wollte, dass ich mich umdrehe und zumindest meinen Verfolger identifiziere, aber ich zwang mich, mich auf das zu konzentrieren, was vor mir lag. Zu stolpern, weil ich unkonzentriert war oder weil ich die Kreatur sah, die mir zum Verhängnis werden würde, wäre katastrophal. Der 100 Meter hohe Monolith ragte groß vor mir auf. Ich stellte mir vor, wo sich das Tastenfeld befand und wusste, dass ich nur eine Chance hatte, den Code einzugeben, bevor ich vorzeitig starb. Als die Erlösung näher rückte, machte sich Panik breit. Ich wurde von der Vorstellung besessen, dass ich jeden Moment gefasst werden könnte.
Nun, ich habe keine Ahnung, was mich zu dieser Tat getrieben hat, außer schierer Angst und Verzweiflung. Ich nahm das Einzige, was ich zur Verfügung hatte, meine Taschenlampe, und warf sie nach hinten. Wie durch ein Wunder hörte ich einen dumpfen Aufprall und ein leises Stöhnen. Die Geräusche kamen viel näher, als ich wollte, aber ich weigerte mich trotzdem, mich umzudrehen. Ich erreichte die Tür zur Turbine, tippte den Code ein und riss die Tür unter Anspannung meiner Arme auf, weil sie so schwer war. Kaum war ich drinnen, zog ich die Tür zu. Kurz bevor sie einrastete, tauchte ein paar massiver Finger in der Tür auf. Ich zog mit allem, was ich hatte, und spürte, wie sich die Muskeln bis zum Zerreißen anspannten. Irgendwie setzte die Tür ihren Schwung fort, sich zu schließen. Die riesigen Finger wurden zwischen der Tür und dem Rahmen eingeklemmt. Dann verschwanden sie, und ich hörte ein unmenschliches Heulen von der anderen Seite, als ich die Tür schloss und verriegelte. Ich sackte zu Boden und schnappte nach Luft, während sich in meinem Kopf immer wieder das Bild der Finger abspielte, die in der Tür erschienen. Wie in einem eingefrorenen Playback sah ich mit erschreckender Klarheit, dass die Finger die Größe von Bratwürsten hatten, mit braunen Haaren bedeckt waren und Krallen aus ihnen ragten. Ich lag keuchend auf dem Boden und suchte nach einer Möglichkeit, fand aber keine. Im Moment fühlte ich mich sicher, aber wie lange würde das so bleiben? Wie würde mich hier jemand finden? Würden sie überhaupt nachschauen, oder würden sie denken, ich hätte mich im Wald verirrt? Und die größte Frage, was zum Teufel war dieses Ding? Ich wollte nicht spekulieren, denn die möglichen Antworten waren zu schrecklich, um sie zu begreifen. Vor allem, wenn das, was es war, immer noch irgendwo in der Nähe war. Gerade als ich spürte, wie mein Adrenalinspiegel sank, hämmerte es an der Tür. Es hallte durch die riesige, hohle Röhre, die jetzt meine Rettung und mein Gefängnis war. Ich sprang auf und wusste nicht, was ich tun sollte. Mein einziger Fluchtweg führte in die Klauen eines Monsters. Ich schaute mich nach Hilfe um, fand aber keine, sodass ich mich damit abfand, auf mein unausweichliches Ende zu warten. Ich konnte sehen, wie die Tür bei jedem Aufprall vibrierte. Ich wusste, dass sie aus stabilem Metall bestand, aber auch Metall hat seine Bruchstellen. Als ich den kleinen Raum durchsuchte, der gerade einmal 3 Meter breit war, wurde mein Blick nach oben gelenkt. Dort an der Seite war eine Leiter angebracht. Sie erstreckte sich nach oben in die Unendlichkeit. Es schien kein Ende zu geben. Zum Glück gab es alle paar Meter Lichter an der Seite, aber das war nur ein schwacher Trost. Ich überlegte, was ich tun sollte. Hier zu warten, bis die Tür einstürzt, oder eine unmögliche Kletterpartie direkt nach oben zu wagen. Ohne Rastpunkte, ohne Auszeiten und ohne Wiederholung. Wenn ich kletterte, ging es um alles oder nichts. Auf halber Höhe abzubrechen bedeutete, dass ich den ganzen Weg zurück in meine aussichtslose Lage klettern musste. Ich hatte keine Ahnung, ob ich die Kraft oder die Ausdauer für einen solchen Aufstieg hatte, aber nach einer weiteren Runde Hämmern an der Tür entschied ich mich, es zu versuchen. Dann trat ich zaghaft auf die Leiter, als ob ich darauf wartete, dass die Sprosse unter meinem Fuß nachgab. Nach einem Moment trat ich auf die zweite Sprosse, dann auf die dritte. Die vierte Sprosse brachte fast eine Katastrophe. Ich rutschte aus, fiel zurück auf den Boden und landete in einer Pfütze. Das erinnerte mich schmerzlich daran, dass meine Schuhe klatschnass waren. Obwohl die Sprossen mit Griffschalen versehen waren, musste ich besonders vorsichtig sein und auf mein Fußgewölbe treten. Dann stand ich auf und suchte nach Verletzungen. Ich war mir sicher, dass ich den einen oder anderen blauen Fleck haben würde, wenn ich überlebte. Aber ansonsten war das Einzige, was verletzt war, mein Stolz. Das Klopfen an der Tür verschärfte meinen Fokus, also stand ich auf und stieg die Leiter hinauf, wobei ich dieses Mal mit dem Fußgewölbe auftrat. Ich fing langsam an und vergewisserte mich, dass jeder Halt sicher war, bevor ich die nächste Sprosse betrat. Bald gewann ich Vertrauen und wurde etwas schneller. Meine Atmung war rasend schnell, denn die Anstrengung zehrte an meinen Kräften. In dem Augenblick bedauerte ich, dass ich das Abendessen ausgelassen und keinen meiner Snacks gegessen hatte. Ich hielt meinen Aufstieg an und hakte meinen Arm an der Leiter ein, um mich vor dem Fallen zu bewahren, während ich nach Luft schnappte. In diesem Moment machte ich 2 Fehler. Der eine war nach oben zu schauen, der andere nach unten zu schauen. Als ich nach oben schaute, schien ich dem Gipfel nicht näher zu sein als zu Beginn. Als ich nach unten schaute, sah ich, dass ich so weit vorangekommen war, dass es mich umbringen würde, wenn ich stolpern würde, und etwas, das mich zum Weinen brachte.
An der Wand hingen mehrere Sicherheitsgurte. Neben der Leiter verlief ein Metallseil. Für einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich wieder hinunterklettern sollte, um einen Gurt zu holen. Aber mir wurde klar, dass ich vielleicht nicht die Kraft hätte, wieder hinaufzukommen. Der Rest des Aufstiegs schien ewig zu dauern. Meine Pausen wurden immer häufiger und dauerten jedes Mal länger. Meine Füße schrien förmlich nach einer Pause. Ich war der totalen Erschöpfung nahe, als ich nach oben blickte und die Spitze der Leiter sah. Das Adrenalin trug mich den Rest des Weges nach oben. Ich kletterte von der Leiter herunter und brach auf dem Metallabsatz zusammen. Dort lag ich eine gefühlte Ewigkeit, bis ich wieder zu Kräften kam. Ich trat durch die Tür, die in den Generatorraum führte. Es war sehr eng, da die Maschinen den größten Teil des Raumes einnahmen. Es gab einen kleinen Gang neben dem Generator und eine Luke, die nach draußen führte. Ich sah mich um und fand eine Sicherheitsvorrichtung. Dann zog ich sie an und befestigte die Leine an einem Haken, während ich die Luke nach draußen öffnete. Die Morgendämmerung war angebrochen und die Welt erstrahlte in dem leuchtenden Orange des frühen Morgens. Die Schönheit überwältigte mich so sehr, dass ich nicht bemerkte, wie der Wind, der nach dem Sturm ruhig gewesen war, nun gegen mich schlug und mich von den Füßen zu stoßen drohte. Ich stolperte und war dankbar für die Sicherheitsleine und beobachtete, wie eines der riesigen Blätter nur wenige Meter entfernt vorbeizog. Mein einziger Grund, dieses Risiko einzugehen, war, nach unten zu schauen und zu sehen, ob mein Verfolger aufgegeben hatte und abgehauen war. Langsam spähte ich über den Rand und kämpfte gegen die Übelkeit an, die die schiere Höhe auslöste. Ich schaute mich in den kleinen Bäumen unter mir um und konnte nichts Ungewöhnliches entdecken. Dann wollte ich gerade wieder hineingehen, als mir eine Bewegung auffiel. Es war die Kreatur. Es war von der anderen Seite des Sockels der Turbine gekommen. Ich war erstaunt, wie winzig es von hier oben aussah. Dennoch stand ich vor dem Rätsel, wie ich entkommen konnte. Ich ging wieder hinein und sah mich nach der Antwort um. Nach kurzer Suche fand ich ein Funkgerät zwischen den Bedienungsknöpfen an der Wand. Ich drückte einen Knopf und ein Alarm ging los. Dann drückte ich ihn erneut, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ich drückte eine weitere Taste und wurde mit Rauschen belohnt. »Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören?« sagte ich in das Mikrofon. Ich wiederholte es noch einmal und erhielt immer noch Rauschen. Beim dritten Versuch antwortete mein Chef. »Was zum Teufel machen Sie in einer der Einheiten?« Es war ein Notfall und dies war die einzige Möglichkeit, jemanden zu erreichen.« Er brummte am anderen Ende. »Was war denn der Notfall?« »Das möchte ich lieber nicht über das Funkgerät sagen. Können Sie mich abholen?« Er seufzte. »In welchem Bereich befinden Sie sich denn genau?« »Nummer 6.« »Okay, aber es wird eine Weile dauern.« »Wie lange denn?« »Wenn ich dort ankomme eben.« Dann war in der Leitung nur noch ein Rauschen zu hören. Ich war erleichtert, dass wenigstens jemand wusste, wo ich war und mich schließlich abholen würde. Aus Neugierde kletterte ich wieder nach draußen und beugte mich vor, um nach der Kreatur zu sehen. Bei dem, was ich sage, fror mir sofort das Blut in den Adern. Die Kreatur schaute zu mir hoch. Sie muss den Alarm gehört haben. Dann tat es das, was mich in den nächsten Jahren in Albträumen verfolgen sollte. Es begann außen an der Windturbine hochzuklettern. Meine Augen wurden von dem schrecklichen Anblick angezogen und konnten nicht mehr wegsehen. Ich hoffte immer wieder, dass es seinen Halt verlieren und fallen würde, aber das tat es nicht. Es kam näher und näher. Als es etwa auf halber Höhe war, wurde mein Verstand auf die Gefahr aufmerksam und schickte meinen Körper in Aktion. Ich stürzte zurück ins Innere und schloss die Klappe. Dann löste ich die Sicherheitsleine und ging zurück zur Hauptleiter. Ich brauchte viel weniger Zeit, um die Leiter hinunterzugehen, als um hinaufzugehen. In meiner Eile rutschte ich mehrmals aus und hätte beinahe den Expressweg nach unten genommen, der tödlich endete. Aber schließlich schaffte ich es doch. Als ich mir einen Moment Zeit nahm, um zu Atem zu kommen, hörte ich, wie der obere Teil der Turbine angegriffen wurde. Die Schläge hallten in der Röhre nach und klangen noch lauter. Ich öffnete die Tür so leise wie möglich und hoffte, dass der Lärm, den die Kreatur über mir machte, meinen Abgang verdecken würde.
Dabei fielen ein paar braune Haare auf den Boden. Ich hob sie auf und steckte sie in meine Tasche. Als sich die Tür langsam öffnete, knarrte sie leicht. Plötzlich hörte das Geräusch über mir auf. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hörte auf zu atmen. Mein Verstand schickte mir wenig hilfreiche Bilder von der Kreatur, die heruntersprang und mich zerstückelte. Als ich so still wie eine Statue stand, roch ich Rauch. Dann blickte ich nach oben und aus der Turbine strömten schwarze Rauchschwaden. Ich rannte so schnell ich konnte zurück zu meinem Jeep. In dem Moment weigerte ich mich hinzusehen, als ich hinter mir ein Brüllen hörte. Ich rannte fast in das Auto meines Chefs, als er um die Ecke bog. »Was zum Teufel?« sagte er und stieg aus. »Schauen Sie hoch«, sagte ich und deutete auf die Turbine. »Ja, ich verstehe. Was zum Teufel haben Sie getan?« »Nein, schauen Sie mal da«, sagte ich und zeigte auf den schwarzen Rauch. »Was soll ich denn sonst sehen, als dass sich Millionen von Dollar buchstäblich in Rauch auflösen?« Dann hielt ich an und schaute auf die brennende Maschine, aber da war kein Lebewesen. Ich sprang ins Auto und schlug die Tür zu. »Können wir bitte gehen?« sagte ich und versuchte, meinen Schrecken zu verbergen. Er starrte mich an, dann stieg er ins Auto und fuhr zurück zum Hauptgebäude. Die ganze Zeit überwarf ich verstohlene Blicke hinter uns. Er parkte vor dem Gebäude und sah zu mir hinüber. »Sie werden mir ein paar Fragen beantworten müssen.« »Ich weiß. Würde bitte jemand mein Auto holen? Mir ist das Benzin ausgegangen. Deshalb war ich in der Turbine.« »Warum haben Sie nicht einfach in Ihrem Auto gewartet?« Ich öffnete den Mund, um zu antworten. Dann wurde mir klar, was ich sagen wollte, und ich ließ es ungesagt. »Na schön«, sagte er und stieg aus. »Ich schicke jemanden, der Ihr Auto abholt.« Ich folgte ihm nach drinnen und legte mich auf die Couch im Pausenraum. Kurze Zeit später weckte mich ein Kollege. »Hier sind die Schlüssel für dein Auto. Es ist draußen geparkt.« »Ach ja, und unser Chef will dich sehen.« Ich nahm die Schlüssel und stand auf. Dann schaute ich nach rechts zum Büro des Chefs und dann nach links zum Ausgang. Es dauerte nur einen Moment, bis ich mich entschlossen hatte, nach links zu gehen und aus der Tür zu verschwinden. Ich kehrte nie wieder zurück. Aber die Erinnerung an diese Nacht hat mich nie verlassen und wird es auch nie. Am nächsten Tag las ich in der Zeitung von dem Brand in der Turbine und davon, dass man den Kadaver eines Bären gefunden hatte, der in den Flammen stecken geblieben sein musste. Aber ich wusste es besser. Ich wusste, dass das Unternehmen wegen der Zerstörung ihrer teuren Turbine hinter mir her sein würde. Auch wusste ich, wenn ich die Wahrheit sagen würde, würden sie mich in eine Gummizelle stecken. In jedem Fall würde ich verschwinden und meine Geschichte würde nie erzählt werden. Eines Tages fand ich eine Gruppe, die sich auf unerklärliche Phänomene spezialisiert hatte. Ich betrat ihr Büro mit einem Beutel in meiner Tasche, in dem sich drei braune Haare befanden, und wusste, dass sie meine Geschichte hören wollten.